Herzlich willkommen bei der Firma Ringel Anlagenbau. Heute möchte ich Ihnen das duale Studium Elektrotechnik für Automatisierungstechnik vorstellen. Voraussetzungen für diesen Studiengang sind gute Noten in den Fächern Mathematik, Physik und wenn du eventuell auch schon Vorkenntnisse in dem Fach Informatik mitbringst, erleichtert dir das Studium im Allgemeinen. Des Weiteren wäre es gut, wenn ihr Interesse an technischen Fragestellungen mitbringt und bereit seid, selbstständig nach Lösungen zu suchen. Eure Ausbildung beginnt in der Lehrwerkstatt Elektro, wo ihr mit den anderen Auszubildenden aus den Fachbereichen Mechatronik und Elektrotechnik zusammenarbeitet. Außerdem lernt ihr hier die Grundfertigkeiten wie das Löten und auch erste Schaltungen kennen. Zu euren Aufgaben gehören das Auswählen von geeigneten Bauteilen für diese Schaltungen, deren Installation, Prüfung und auch das Programmieren gehört zu euren Aufgabenbereichen, vor allem wenn es um komplexe Anlagen geht. Bei dieser Arbeit kommt es auf Sicherheitsbewusstsein, Sorgfalt und Konzentration an. Später vertratet ihr sogar ganze Schaltschränke. Dies ist auch ein wichtiger Bestandteil der Abschlussprüfung der Ausbildung. Neben eurer Zeit in der Lehrwerkstatt besucht ihr die Robert-Bosch-Berufsschule in Ulm. Wichtige Unterrichtsfächer sind Steuerungstechnik, Installations- und Energietechnik oder IT-Systeme. Eins eurer ersten Projekte ist das Fertigen dieses Flugzeugs durch Zusammenlöten von gebogenen Drähten. Ein weiteres Projekt war dieser Süßigkeitenautomat. Diesen haben wir mit der Mechanik-Lehrwerkstatt entwickelt, konstruiert und gefertigt. Dabei kamen verschiedene Komponenten zum Einsatz, beispielsweise Sensoren, Lichtschranken, aber auch pneumatische Bauteile, die unter anderem auch Teile der Ausbildung sind. Die großen Vorteile solcher Projekte sind, dass jeder seine eigenen Ideen mit einbringen kann und dass sie den Zusammenhalt stärken. Hallo, ich bin die Marina Fendt und ich mache ein duales Studium Elektrotechnik. Dual heißt, es wechseln sich immer Praxisphasen mit Theoriephasen ab. Die Praxisphasen mache ich dann hier in der Firma in Krumbach und die Theoriephasen, die sind in Ulm, an der Technischen Hochschule Ulm. Und insgesamt dauert die komplette Ausbildung 4,5 Jahre. Nach diesen 4,5 Jahren hat man aber nicht nur sein Studium erfolgreich abgeschlossen, sondern man hat auch noch eine Berufsausbildung als Elektriker für Automatisierungstechnik. Ich habe es eigentlich keinen Tag bereut, diese Ausbildung gewählt zu haben. Ich fand super, dass man, egal in welcher Abteilung man war, sofort aufgenommen wurde, man hat sofort zum Team dazugehört. Darum kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, kommst zum Lingen, mach dein duales Studium Elektrotechnik.